Ja, auf der Höhe würde ich Ihnen gerne ein Fenster verpassen. So. Also machen wir es nicht so, sondern... Ah, so sieht's auch doof aus. Nee, machen wir's so. So, hat das Haus ein Fenster. Brauchen wir noch eine Tür? Tada! Fertig. Nee, so klappt das auch nicht so gut. Dachte vielleicht, wir könnten wirklich irgendwie... Stufen ein Dach zaubern. Sollten wir trotzdem mal versuchen nochmal. Also wir hatten hier den Eingang. So. Es gibt jetzt in den Ecken die Dinger hier. So. Könnte klappen, wenn wir noch, auch wenn es wieder übertrieben ist, wenn wir noch eins draufsetzen. Also natürlich mit Fenster. Dann packen wir mal hier die Tür rein. Schnappen wir uns unser Parapet. So. Und setzen noch eins drauf. So, das ist unser Häuschen. Zum Thema Dach. Auch wenn ein komplettes Steindach. Vielleicht seltsam aussieht. Thank you.
hätten wir jetzt hier ein Häuschen. Wenn wir eine Spitze haben hätten wollen, müssten wir es größer oder kleiner machen. Wir können auch größere Häuser machen. Stimmt eigentlich, so Gemeinschaftsunterkünfte. Müssten halt quadratisch sein. Ja, eher so. Also natürlich so dann. Ist übrigens eins zu viel, oder? Ja, eins zu viel. So eigentlich, ja. Mal das wieder weg. So. Wie machen wir das hier mit dem Fenster, ist die gute Frage. Na, so ein Doppelfenster ist dann auch nicht schlecht. So, Tür einsetzen. Parapets. Mauerwerk vollenden. So, jetzt brauchen wir erstmal die hier. Okay. Nächste Ecken. Und zu guter Letzt ja, haben wir unser Blockhaus fertig. Also ja, wir müssten außen mit einem Gestell nachhelfen, aber ansonsten sieht das dann auch ganz schick aus. Wenn wir davon ein paar aufstellen würden später. So, wie macht's ihr euch? Ihr haut einfach, fangt einfach an, von selber wegzuhauen. Don't, huh?
McCoy und Hydra, ihr werdet mal diese Steine noch abliefern. Finde ich auch interessant, dass sie das jetzt einfach so aus eigenem Ermessen machen, den Steinbruch abzutragen, obwohl unsere Vorkommen voll, also unsere Dinger voll sind und ich ihnen sage, sie sollen Stein behalten. So. Jetzt hören sie auf einmal damit auf. Das war auch sehr interessant. So, jetzt bauen die hier alles weg. Gut. Hit.
Hey, noch knapp drei Schichten hier. Oder gut drei Schichten hier. Und hier sind es dreieinhalb mehr. Ja, wir kommen an die löchrigen Stellen. Wir haben nicht mal mehr drei Ebenen jetzt hier. Hier sind sie bald bei sechs Ebenen. Ja, machen wir das mal schnell weg. Dann können wir wirklich hier durchfüllen und dann haben wir nur noch den zentralen Streifen. Das sind nochmal, das hier nicht mitgezählt, 1, 2, 3, 4, 5. Also. Eins. Nehmen wir lieber Einserblöcke, mit denen lässt sich besser zeichnen. Eins. Zwei. Nummer 3. Mal gucken, kriege ich Sinn. Nummer. Das ist keine 4. Ja, mein Römisch ist eingerostet. Sieht eher aus wie eine 4, wenn ihr mich fragt. Und natürlich die.
Ah, habe ich es wieder falsch gemacht hier. Komische 5 zwar ein bisschen, aber ihr versteht schon. Wobei es in der Aufnahme ein bisschen besser aussieht als hier im Real-Spiel. Okay, aber damit sollten wir jetzt erst einmal wieder speichern. Hab mich jetzt ein bisschen hinreißen lassen von den römischen Zahlen. So, Save Override, warten. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.